Ich erinnere mich gerne an meine Kindheit zurück, als ich im Alter von 3 Jahren zusammen mit meinen Eltern hier nach Halle gezogen bin. Da war dies hier meine erste Anlaufstätte, der Regenbogenkindergarten oder Kindergarten Wischkamp, wie er damals noch hieß. Endlose Stunden habe ich hier verbracht mit Spielen, Basteln, Malen, alles Mögliche. Und auch meine Nachmittage waren dadurch geprägt, dass ich mit den Kindern aus der Albert-Schweitzer Straße in endlosen Stunden gespielt habe. Dabei war es zunächst einmal wichtig, herauszufinden, wer denn gerade das Sagen hatte. Waren das die Mädchen? Dann haben wir Sachen gespielt wie Mutter, Vater, Kind, Bäckerei, wir sind Gummitwist gesprungen oder Rollschuh gelaufen. Und wenn die Jungs das Sagen hatten, dann war es eher Räuber und Gendarm oder Verstecken mit Gefangennahme. Ein Junge aus meiner Straße besaß sogar ein Catcar mit selbstgebautem Anhänger. Und so verbrachte ich endlose Fahrstunden damit, mit diesem Gefährt rückwärts zu fahren, geschweige denn damit einzuparken. Was soll ich euch sagen? Ich kann das bis heute nicht. Und auch dieser Junge besaß eine große Lupe. Und er machte sich immer einen Heidenspaß daraus, wenn die Sonne schien, einen möglichst gebündelten Strahl auf einen trockenen Blätterhaufen oder trockenes Gras zu richten, um es zum Qualmen oder, wenn es richtig gut lief, zum Brennen zu bringen. Ich hatte lange nicht mehr an diese Erinnerungen aus meiner Kindheit gedacht. Doch letzte Woche bei einem Gespräch mit einer guten Bekannten, da schoss sie mir plötzlich wieder in den Kopf. Wir unterhielten uns, wie kann es auch anders sein, über Corona, und sie verglich die Pandemie mit einem Brennglas. Und da war es wieder, dieses Bild aus meiner Kindheit, wie dieser Nachbarsjunge mit seiner Lupe versucht, den Blätterhaufen zum Qualmen oder sogar zum Brennen zu bringen. Corona zeigt uns sehr deutlich auf die Bereiche, in denen es im Moment ganz und gar nicht richtig läuft. Wir wissen das, aber wir haben das vielleicht bis jetzt immer ignoriert. Ich meine zum Beispiel die Zustände in den Krankenhäusern, in der Pflege, auf den Schlachthöfen, die anrollende Klimakatastrophe, die merkwürdigen politischen Strömungen, die gerade Oberhand gewinnen, oder auch die Beeinflussung der regierenden Politiker durch die Wirtschaftslobby. Corona zielt ganz genau auf diese Bereiche und bringt es hier und da ordentlich zum Qualmen. Manchmal entsteht sogar ein richtiges Buschfeuer. Und wir haben nicht mehr die Möglichkeit, einfach wegzusehen oder diese misslichen Zustände zu ignorieren. Doch auch Bereiche, die intakt sind, leiden. Seit Wochen steht das Gemeindeleben still. Die verschiedenen Kreise und Gruppen können sich nicht mehr treffen und das ausleben, was den christlichen Glauben eigentlich ausmacht. Zusammen in der Bibel lesen, sich darüber austauschen, diskutieren, Meinungen kundtun, gemeinsam Gottesdienst feiern, sich treffen und zusammen Loblieder singen. Das alles ist seit Wochen nicht mehr möglich. Wir sehnen uns nach diesen alten Ritualen zurück und selbst wenn das eine oder andere durch Lockerungen jetzt wieder möglich ist, stellen wir fest, dass es nicht dasselbe ist, wie es vorher war. Wir verlieren langsam die Orientierung in einem Wirrwarr aus Regeln und Maßnahmen und Lockerungen. Wir wünschen uns unsere alten Rituale zurück und stellen aber fest, dass sie nicht mehr so sind, wie wir sie gewohnt waren. Uns wird langsam klar, dass es noch sehr lange dauern kann, bis wir unser altes Leben zurückhaben. Ich habe heute zu meiner Freundin gesagt, die ich zufällig getroffen habe, natürlich auf Abstand, wenn das jetzt noch so ein paar Wochen weitergeht, dann weiß ich gar nicht mehr so richtig, wie mein Alltag mal war. Und ein bisschen habe ich auch Angst,
dass ich mein altes Leben nicht mehr so ganz zurückbekomme. Doch wo kann ich jetzt Halt finden und woran kann ich mich orientieren? Mir zum Beispiel gibt meine Familie sehr viel Halt und Kraft. Und damit meine ich nicht nur den verwandtschaftlichen Teil, sondern ich nenne sie die Familie meines Herzens. Alle lieben Menschen, die ich in meinem Herzen trage. Das sind natürlich zunächst mein Mann, meine Kinder, meine Eltern und Schwiegereltern, aber auch all jene Menschen, die irgendwann in meinem Leben einfach angefangen haben, an meiner Seite zu sein und mit mir zu gehen und das noch bis heute tun. All diese Menschen, die kennen mich und die wissen um meine Sorgen und Nöte und Gedanken und Ängste, und zu ihnen kann ich kommen und kann alles hinlegen und wir sprechen drüber und sie geben mir neuen Mut. Auch in der Corona-Krise ist das natürlich nicht so möglich, wie man es gewohnt war, aber durch das eine oder andere Hilfsmittel ist doch ein Kontakt mehr oder weniger möglich. Und dann ist da noch derjenige, der dich schon kannte, bevor es dich überhaupt gab. Der dich von Geburt an und sicher auch durch deine Kindergartenzeit begleitet hat und das auch noch bis heute tut. Er liebt dich und schätzt dich. Er liebt deine Macken und deine Launen und deine schlechten Angewohnheiten. Er kennt deine Gedanken und deine Ängste. Er ist an seiner Seite. Er gibt dir Mut und Hoffnung. Du kannst ihn um alles bitten. Du kannst ihm danken. Du kannst auf seine Vergebung hoffen, denn er wird immer da sein, bei dir, an deiner Seite. Er ist wie ein Anker, der bei dir ist, damit du im Strudel des Lebens nicht untergehst. Es ist wie bei einem alten Freund, den du lange, lange nicht gesehen hast. Aber wenn ihr euch dann endlich wieder trefft, ist es so, als wärt ihr erst gestern auseinandergegangen. Er ist da. Du musst nur die Hand nach ihm ausstrecken und im Gebet ein Gespräch mit ihm anfangen. Er antwortet dir garantiert. Wenn das kein echter Freund ist.